Mitglieder mit Visionen, eine Initiative der Volksbank Pirna, Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz. Einen Lebenstraum konnten sich die Ledigs in der Sächsischen Schweiz erfüllen. Und da steht sie nun, die eigene Sternwarte. Nach 23 Jahren in München zog es Familie Ledig ins beschauliche Gosdorf. Ruhe und Abgeschiedenheit statt die Hektik der Großstadt. Ein Ort, der für Himmelsforscher ein wirklich guter ist. Am Ende ist es ja immer ein Stück Zufall. Aber wenn man den Zufall mal weglässt, ist halt Gosdorf noch eine Gegend, wo man dieses Thema Lichtverschmutzung, was jetzt immer populärer wird, noch ganz gut im Griff hat. Einfach aus der Umgebung heraus sind größere Lichtquellen schon ein Stück weiter entfernt. Bad Schanda vielleicht 6 Kilometer, aber dann hat man halt Pirna oder das Eulautal in Tschechien, doch schon beides über 20 Kilometer weg. Das gibt eine Himmelskonstellation oder eine Himmelsqualität, die man landläufig als guten Landhimmel bezeichnet. Manchmal erreichen wir hier in Gosdorf sogar Alpenhimmelqualität. Und das war natürlich ein Kriterium, auch dann hier das Objekt mit auszuwählen. Seit 2 Jahren sind Mario und Petra Ledig in Gosdorf zu Hause. Gemeinsam mit den anderen im Ort haben sie schon einiges auf den Weg gebracht. So entstand der Geopfad Gosdorf, ein 7 Kilometer langer Wanderweg, der neben schönen Ausblicken auch allerhand Informationen über die Heimat vermittelt. Neben der Astronomie war Geologie, Mineralogie auch schon seit Kindheit immer ein Thema. Und jetzt gab es halt ein zufälliges Element, das war der Wettbewerb um unser Dorf hat Zukunft, wo Gosdorf daran teilgenommen hat. Und da wurde die Idee geboren, man könnte sowas tun. Und warum wurde die Idee geboren? Weil eben die Geologie von Gosdorf so gestaltet ist, dass Gosdorf gerade an einer Gesteinsgrenze zwischen Sandstein und Granit der Lausitz und dem Sandstein des Elbsandsteingebirges liegt, mit den kleinen Vulkanen überall dazwischen. Und daraus ergibt sich eigentlich natürlich die Idee, sowas zu entwickeln und anzubieten. Und die Idee wurde gut aufgenommen und dann gemeinsam mit dem Badverein Gosdorf, der das Ganze sagen wir, getriggert und getragen hat, dann mit in die Realität umgesetzt und ist jetzt ja fast fertig. Auch die Volksbank Pirna unterstützt den Geopfad, der noch in diesem Jahr offiziell eingeweiht werden soll. 7 Tafeln am Wegesrand geben wichtige Hinweise über die Entstehungsgeschichte der Region. Erste Testwanderungen auf dem Geopfad waren erfolgreich. Wir haben die erste Wanderung nicht den ganzen Geopfad, aber zumindest mal Hangehübel als Vulkanwanderung mit den Kindern von der Schule in Hohenstein gemacht, weil wir das Ziel hatten, die sollten uns ein Logo entwerfen für den Geopfad, was sie dann auch gemacht haben und zusätzlich noch Quizfragen. Und wenn Sie sich mal den Flyer anschauen, finden Sie dieses Geo-Quiz für Kinder und das sind auch wirklich Fragen und Antworten, die Kinder von der Hohensteiner Schule entworfen haben. Und die haben auch dieses Logo, was dann immer wieder auftaucht, dieser kleine rauchende Vulkan auf dem Prospekt, der auch an jedem Wanderschild hier klebt, haben die Kinder entwickelt. Und so sind die mit einbezogen worden. Viele von den Kindern wussten überhaupt nicht, dass es hier mal Vulkane gab. Das war für die völlig neu. Wissen vermitteln, neugierig machen und die Menschen für Natur und Heimat begeistern. Das liegt den Ledigs am Herzen. Auch ihre Sternwarte öffnen sie regelmäßig für Interessierte. Heute ist das Familienferienlager Kohlmühle zu Gast. 3 Generationen sind neugierig auf die Himmelskörper. Das Wetter ist gut, das Teleskop eingerichtet. Und auch der Mond lässt sich pünktlich blicken. Mit 100-facher Vergrößerung werden Mondberge und Mondkrater rasch sichtbar. Und was markant ist, man sieht hier die 3. Das ist Theophilus, der hat so etwa 4000 Meter Wallhöhe gegenüber der Umgebung und so 1500 Meter der Zentralberg und ist reichlich 100 Kilometer im Durchmesser. Was noch interessant ist, hier hoch zu, also im Fernrohr dann runter zu, Mare Tranquillitatis, hier in dieser Ecke, Apollo 11 Landeplatz. Hier war das. Die Welt der Sterne und Galaxien begeistert die Ledig seit vielen Jahren. Wann immer es die Zeit und der Himmel erlauben,
wird die eigene Sternwarte zur Beobachtung genutzt. Man kann als Amateurastronom auch durchaus wissenschaftliche Dinge bestreiten. Da gibt es so Möglichkeiten, veränderliche Sterne oder auch Planeten beobachten in anderen Sonnensystemen. Aber das ist jetzt momentan nicht das Ziel. Das Ziel ist eigentlich beobachten und den Leuten auch hier im Dorf oder wem es interessiert, halt das auch nahe zu bringen. Und das andere ist halt Hobbyfotografie. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit immer weiterentwickeln. Denn die Ledigs möchten in Gosdorf sesshaft werden. Und sie haben noch einiges vor. Ja, wir haben hier auf dem Grundstück neben unserem Wohnhaus noch ein Umgebindehaus, was ja zumindest in der Lausitz nun nicht selten ist, aber in der Sächsischen Schweiz dann schon etwas seltener. Und es gibt nur noch eins in Gosdorf und das befindet sich bei uns auf dem Gelände. Ist sehr alt, aus dem Jahre 1656 und ist mit dem Denkmalschutz, mit einer dendrochronologischen Untersuchung herausgefunden. Und das Ziel ist jetzt, dieses Haus wieder, was baufällig ist im Moment, aufzubauen und das dann als Ferienwohnung anzubieten. So Urlaub im Baudenkmal unter dem Motto, was dann auch für viele Leute durchaus ein interessantes Urlaubserlebnis darstellen kann. Nun, eine neue Bleibe benötigen die Gäste des Familienferienlagers nicht. Omas Garten ist groß genug. Und so endet dieser Abend mit einem Astro-Quiz und dem Gefühl, etwas mehr über Sonne, Mond und Sterne erfahren zu haben. Mitglieder mit Visionen, eine Initiative der Volksbank Pirna, Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz.